Hallo und herzlich willkommen zum Master-Video Maßstab und Fläche. Mein Name ist Simon und in diesem Video möchte ich gemeinsam mit dir eine Sachaufgabe zum Maßstab lösen, in der der Maßstab selbst gesucht ist. Bereits wissen solltest du dabei die Inhalte, die bereits im Intro- und Basic-Video behandelt wurden. Wenn du magst, kannst du diese gerne nachschauen. Bevor wir mit der Aufgabe beginnen und den dazugehörigen Maßstab ermitteln, möchte ich dir einen anschaulichen Zusammenhang zwischen dem Maßstab der Länge und der dazugehörigen Fläche zeigen. Betrachten wir nun den Maßstab 1 zu 2 etwas genauer anhand dieses Rechtecks. Dieses Rechteck entspricht dem Plan der Karte und wir wollen nun mit dem Maßstab 1 zu 2 auf das Rechteck in der Wirklichkeit der Realität kommen. Wir wissen bereits, dass wir dadurch die Länge und die Breite mit 2 multiplizieren müssen, das heißt die Länge und die Breite, die verdoppeln sich. Wir erhalten dadurch folgendes Rechteck. Dieses Rechteck, sieht man, hat die doppelte Länge und die doppelte Breite. Und wir schauen uns jetzt die Flächen dieser beiden Rechtecke genauer an. Wir schauen uns zunächst die Fläche des kleinen Rechtecks an. Die Länge ist 2 und die Breite ist 1 und folglich ist die Fläche A1 ist gleich 1 mal 2 entspricht gleich 2. Und jetzt nach dem Maßstab, in dem wir die Länge und die Breite verdoppelt haben, entspricht die gesamte Länge gleich 4. So 2 plus 2 und die gesamte Breite ist 2, also diese 1 plus 1. Und das heißt, die Fläche ist, indem man die Länge mit der Breite multipliziert und wir erhalten dadurch 2 mal 4 ist gleich 8. Das heißt, wenn wir jetzt beide Flächen genau betrachten, sehen wir, dass sich bei Verdopplung der Längen des Rechtecks sich die Fläche vervierfacht hat. Schauen wir uns jetzt noch den Maßstab 1 zu 5 an, wobei wieder das Rechteck mit der Länge 2 und der Breite 1 gegeben ist. Wir sehen, dass sich beim Maßstab 1 zu 5 die Länge und die Breite des Rechtecks sich verfünffachen. Und wir schauen uns jetzt wieder die Flächen an. Wir sehen, dass einmal das kleine Rechteck ist der unveränderte geblieben, also die Fläche ist 1 mal 2 gleich 2. Aber versuche jetzt selbstständig die Fläche dieses großen Rechtecks zu bestimmen und pausiere dazu das Video. Sehr gut, schauen wir uns jetzt an, ob du das richtige Ergebnis rausbekommen hast. Betrachten wir zunächst nochmal die Länge und die Breite dieses Rechtecks, welches der Wirklichkeit entspricht. Wir sehen, dass die gesamte Länge 10 und die gesamte Breite 5 entspricht. Und wir erhalten dadurch eine Fläche 5 mal 10 ist gleich 50. Wir sehen also, dass beim Maßstab 1 zu 5 die Fläche viel, viel größer geworden ist. Wir erinnern uns, beim Maßstab 1 zu 2 hat sich die Fläche lediglich verdoppelt. Hier allerdings ist sie noch viel größer geworden. Bevor wir nun zur konkreten Aufgabe kommen, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, was wir bis jetzt in diesem Video gemacht haben. Wir haben uns den Maßstab angeschaut und wir haben gesehen, wie er mit den Längen zusammenhängt. Wenn wir dann diese Längen rausgefunden haben, konnten wir uns auch die Flächen bestimmen. Das heißt, wir haben auch gesehen, wie der Maßstab und dann die dazugehörige Fläche aussieht. Bei dem Maßstab 1 zu 2 beispielsweise haben wir gesehen, dass wenn sich die Länge und die Breite verdoppelt, vervierfacht sich die Fläche. Und dieses Wissen, diese Vorgehensweise, die brauchen wir jetzt für folgende Aufgabe. Denn in dieser Aufgabe ist einmal die Länge und Breite des Rechtecks gegeben, welche im Plan eingezeichnet ist. Und zusätzlich ist die Fläche des tatsächlichen Rechtecks gegeben. Der Maßstab ist nicht gegeben. Und diesen müssen wir jetzt herausfinden. Dazu bestimmen wir zunächst beide Flächen, wobei eine Fläche ja bereits gegeben ist, nämlich die Fläche des tatsächlichen Rechtecks. Diese ist nämlich A2 ist gleich 135 und das habe ich hier schon mal aufgeschrieben. Und jetzt brauchen wir noch die Fläche dieses kleinen Rechtecks, also das Rechteck, welches im Plan in der Karte eingezeichnet ist. Und dieses ist mit einer Länge von 5 und einer Breite von 3 nichts anderes als 3 mal 5, also 15. Und wir suchen jetzt noch den passenden Maßstab. So, wie kommen wir jetzt nun auf diesen Maßstab? Nun, ich habe einfach mal einen Maßstab hergenommen, 1 zu 2, und probieren mal, auf welche Fläche das wir kommen. Und dann sehen wir, ob wir den richtigen Maßstab gewählt haben. Bei einem Maßstab 1 zu 2 müssen wir also die Länge und die Breite richtig umrechnen. Bei unserem Beispiel wäre das also 5 mal 2 ist gleich 10 und die Breite ist gleich 3 mal 2 gleich 6. Und die Fläche ergibt sich also Länge mit der Breite multipliziert, also 6 mal 10 ist gleich 60. Und wir sehen, dass diese 60 nicht gleich diesen 135 entspricht, welche ja gegeben sind. Aufgabe gegeben und dort müssen wir mit der Fläche hin. Das heißt, unser Maßstab ist zu klein gewählt worden. Als nächstes probieren wir einen Maßstab 1 zu 3 und sehen, welche Fläche wir da rausbekommen. Ich habe jetzt einen Maßstab 1 zu 3 gewählt. Das heißt, die Länge und die Breite des Rechtecks verdreifacht sich.
Das heißt, wir haben einmal die Länge 5 mal 3 ist gleich 15 und einmal die Breite 3 mal 3 ist gleich 9. Schauen wir uns jetzt die Fläche an. Die Fläche entspricht also Länge mal Breite, ist also 9 mal 15 ist gleich 135. Wir erhalten also genau das Ergebnis, das wir haben wollen, nämlich 135, welche in der Textaufgabe gegeben ist. Das heißt, wir haben den richtigen Maßstab gefunden. Dieser ist nämlich 1 zu 3. Wir haben also den passenden Maßstab herausgefunden, nämlich 1 zu 3. Abschließend möchte ich euch noch anschaulich zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Nochmal, wir haben also ein Rechteck mit der Länge 5 und der Breite 3 und bei einem Maßstab 1 zu 3 verdreifacht sich die Länge und die Breite. Wir haben also einmal eine gesamte Länge von 15 und eine gesamte Breite von 9 und dadurch ergibt sich ein Flächeninhalt von 135. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wenn du magst, kannst du gerne andere Videos auf unserer Lernplattform anschauen. Das hat mich gefreut. Dankeschön und auf Wiedersehen.